ist Willy Burmhardt, Oberamtsrat der Deutschen Bundesbahn und Leiter der Oberzugleitung München. Er ist 62 Jahre alt, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist seit 42 Jahren im Dienst. Seit 32 Jahren ist er Mitglied der Münchner Liedertafel. Steh auf, du fauler Fuhrmann, steh auf, du fauler Fuhrmann, steh auf, nur steh auf. Uhr 41. Der Intercity 121 über Köln, Frankfurt, Augsburg nach München verlässt den Hauptbahnhof Dortmund. Um 13.42 Uhr soll er in der Isar-Metropole ankommen. Richtig munter. Gestern war es doch ein bisschen spät. Ja, jetzt Frühstück erst einmal. Ja, sicher, dazu lasse ich mir heute schon Zeit. Übrigens, der Klaus wollte doch heute Abend zum Abendessen kommen. Ach, das passt aber doch heute gar nicht. Ich gehe heute Abend in die Liedertafel zum Singen. Der IC 121 ist inzwischen in Köln. 6.51 Uhr. Ein neuer Tag beginnt. Auch ein paar hundert Kilometer weiter südlich, an der Strecke Augsburg-München. Die Bewältigung des Verkehrszuwachses, besonders auf den Hauptstrecken der Bahn, ist langfristig nur durch den Aus- und Neubau des Streckennetzes zu gewährleisten. Dabei ist die rechnergesteuerte Betriebsabwicklung genauso wichtig wie die Beseitigung beschrankter Bahnübergänge durch den Bau von Brücken. In Mainz, in der zentralen Transportleitung der Bundesbahn, sitzt die Betriebsüberwachung Intercity. Sie koordiniert den gesamten Intercity-Verkehr in der Bundesrepublik. Intercity, Mainz-Buchinger. Oberzugleitung Karlsruhe, Heider. Die Oberzugleitung Frankfurt meldet mir soeben, dass der IC 105 in Worms wegen einer Signalstörung voraussichtlich um 15 Minuten verspätet wird. 15 Minuten. Ja, das bedeutet, dass in Mannheim der 597 seine Wartezeit etwa 2 bis 3 Minuten überschreiten müsste. Ja, das können wir machen. Dann und die Genehmigungsnummer? Dann nehmen wir die Nummer 1176. Ja. In der City, Mainz Buchinger? Herr Scholz, ja. Der 183, zweimal Plan. 183, zweimal Plan. Der 611, zweimal Plan. 611, zweimal Plan. Plan, das bedeutet, der Intercity ist pünktlich.